ewigen Glückseligkeit, vom Paradies. Und das wollen wir uns nicht nehmen lassen. Die selbsternannte Scharia-Polizei spricht junge Männer an, den richtigen Weg zu wählen, will sie missionieren. Sie haben sich selbst dabei gedreht, Salafisten aus Wuppertal auf Patrouille, wollen Musik, Rauchen, knappe Kleidung verbieten. Für die islamische Gemeinde in Wuppertal ein beunruhigendes Signal. Das Video der jungen Salafisten, die durch die Straßen Wuppertals ziehen, schockiert die Gemeinde. Das sehen wir auch als eine Gefahr für unsere Gemeinschaft, weil wir haben leider viele junge Menschen, die sich nicht wirklich mit ihrem Glauben beschäftigt haben. Die Gemeinde versucht mit Aufklärung, ihre Jugend vor den Salafisten zu warnen. Fest steht, sie werden radikaler, wollen mit solchen Aktionen gerade Jugendliche abwerben, auch für den Kampf in Syrien. Ein Jugendlicher ist verstorben tatsächlich in Syrien und da waren wir leider zu spät. Und danach, also nach diesem Vorfall, haben wir dann gezielt die Jugendlichen angesprochen. Stolz präsentiert sich die Scharia-Polizei im Internet und ruft auf, in jeder deutschen Stadt weitere zu gründen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Der Vorwurf: Verstoß gegen das Versammlungsverbot. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben wir eine Gruppe junger Männer festgestellt, die in dieser Scharia-Police-Uniform durch die Innenstadt gingen und Menschen, junge Menschen angesprochen haben, verunsichert haben. Und wir haben sofort die Personalien aufgenommen. Auch in England gibt es die Scharia-Polizei. Hier werden Andersdenkende schon regelrecht bedrängt. Hau ab hier, das ist eine muslimische Gegend. Gib zu, dass du dreckig bist. Solch ein extremes Auftreten, das einschüchtert oder provoziert, muss gestoppt werden, sagt die Wuppertaler Polizei.